Heute haben wir bei 7 Jungs Blind Daten den fantastischen David zu Gast. Wenn irgendwer meine Füße lecken will, go for it. Hinter dem Vorhang warten 7 Boys, die bereit sind, Grindr für ihn zu löschen. Jede Runde fliegt einer raus, bis am Ende nur noch einer übrig ist. Based on den Outfits würde ich aussehen, ja. Rein hypothetisch würdest du aussehen. 3, 2, 1. Was ist dein erster Gedanke? Die Heels Slay. Ja? Und sonst sehe ich sehr viele weiße Schuhe. Ich sehe dreckige weiße Schuhe. Ich sehe nur ein paar Air Force. Ich hätte mehr Air Force erwartet. Ja, wäre so Standardding, ne? Das wäre so Standardding. Das haben momentan alle, aber... Aber sind auch coole Schuhe. Ich sehe da hinten schon eine hier, loose Hose. Das sieht schon mal nice aus. Ja. Fashion Sense. Ich habe so ein bisschen entspanntere Hose auch ein bisschen. Naja, aber die Schuhe... Die Schuhe, ja. Von Nummer 2 ja. Findest du schon am cool... Nummer 2 Slay. Ja? Slay. Wir sehen Nadelstreifenanzug. Ich sehe Heels. Come on. Ja? Come on. Also hinter dir vorhin zu stehen in Heels, mutig. Wird auf jeden Fall anstrengend. Hast du eine Frage direkt für die erste Runde? Ich glaube, ja, für den Einstieg machen wir einmal, hat irgendwer andere Pronomen außer er, ihn? Die 1, was sind deine Pronomen? Ja, he, him. Okay, die 2? Ich nehme eigentlich alle Pronomen. Alle Pronomen, okay. Dann bleiben wir bei er, he, him, für die Einfachheit halber, oder? Gerne. Okay, perfekt. Ja, auch er, ihn. Perfekt. Ja, ich auch. Kurz und schmerzlos. Ja, ich auch. Er, ihm. Okay. Ich schließe mich den anderen an. Ich habe so versucht, an der Stimme so ein bisschen was rauszufinden, aber es ist schwierig. Es ja. ist echt schwierig. Die Schuhe könnten auch zu Sternzeichen passen. Deswegen machen wir jetzt ganz klischee-mäßig, was ist euer Sternzeichen? Natürlich, ist wichtig. Ist wichtig? Ist wichtig. Ja. Okay, Kandidat Nummer 1. Was ist dein Sternzeichen? Ich bin Waage. Okay. Kandidat Nummer 2. Ich bin Krebs. Ja? Okay, ich kann das gar nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Kandidat Nummer 3? Jungfrau. Aha. Mhm. Kandidat Nummer 4? Ich bin Skorpion. Warum Ich glaube, bei Skorpion ist man immer automatisch so Aber man hat gehört, die sind gut im Bett. Aha, na dann. Ich kenne mich gar nicht aus. Ich auch nur so ein bisschen. Okay. Kandidat Nummer 5? Ich bin Adbesse, ich bin Fische. Kann interessant werden. Ich find's super. Muss aber nicht. Du findest super? Bestes Sternzeichen. Echt? Bin ich, hallo. Ach stimmt, sorry. Wir sind, glaube ich, tatsächlich alles was andere. Ich bin Widder und ich habe auch Schmuck von meinem Geburtsstein. Okay, wir haben eine Person, die so ein bisschen in die Richtung schon mal geht und ein bisschen Ahnung hat. Das finde ich spannend, weil ich bin Waage und ich habe gehört, dass zu mir am besten Zwilling passt. So. Für Heirat und so, aber auch Jungfrau und Fisch wohl geht. Oh, wie wichtig sind Sternzeichen für dich? Ich würde sagen, so ein bisschen wichtig. Ich versuche schon drauf, das mir mal anzuschauen. Aber im Endeffekt kommt es immer auf den Charakter an und ob es so matcht. Ja. Und dann sind Sternzeichen auch wieder egal, ehrlich okay. gesagt. Okay, ist es also eher so ein Fun-Ding? Es ist so ein Fun-Ding. So, okay. Es könnte daran liegen, muss aber nicht. Okay, aber anhand der Schuhe, weiß ich nicht. Die 4, das ist schon echt... Da war jemand feiern in den Schuhen. Das ist mutig in weißen Schuhen. Ja. Oder die sind beige und ich bin blind. Okay, du musst jetzt aber, also, basierend auf den Schuhen und dem Sternzeichen einrausnehmen. Basierend auf den Schuhen und den Sternzeichen. Wir machen die 4 raus. Die 4? Einfach so kurz und schmerzlos? Ja, wir machen einfach kurz und schmerzlos. Okay. Sonst stehe ich hier noch 3 Stunden rum. Ja, fair, und weiß fair. Nicht, was passiert. Checke ich, guter Punkt. Okay, dann Kandidat Nummer 4, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo! Darf ich dich umarmen? Ja, gerne. Hi. Schön, dass du da bist. Danke gleichfalls. Hallo! Oh, du hast richtig tolle Haare. Ja, das ist wirklich tolle Haare. Wow. Und schöne Augen. Vielen Dank. Du auch. Danke. Ich würde sagen, die Schuhe sind beige. Mann! Das liegt am. Guck mal, wenn du von hier schaust, das ist ein bisschen. Ja, das Licht ist scheiße, ne? Also, die Schuhe sind nicht das Problem. Aber lieb's. Danke. Auch hier, T-Shirt gematcht zu den Schuhen. Ja, musst du. Also ist alles noch da. Ja, viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Tschüss. Ciao. Ach, süß. 3, 2, 1. Welches Outfit sticht dir jetzt erstes ins Auge? Die, ich kann nicht zählen, 5. Die 5? Warum? Ja, weil was rosa ist, finde ich cute. Ja? Aber die Hose hat auch Fashion. Das wäre so Fashion Talk. Ja, genau, präsentier das mal. Das ist Ja, er weiß ganz genau. Er weiß genau, wie er diese Hose präsentiert. Auch Armband und so sieht schon gut aus. Ja. Und Rings. Das ist schon cool. Okay, die 2 natürlich. Der Nadelstreifenanzug. Wobei, ist das ein Anzug? Das ist nur die Hose bis jetzt, ne? Okay, und die 1. Das Auto kommt mir bekannt vor. Ah. Ich glaube, du kennst vielleicht jemanden darunter. Könnte sein. Ich würde fragen, ob irgendwer von euch OF macht.
Aha. Weil heutzutage macht ja jeder Zweiter so seine Privatvideos. Ja, ja. Klar, muss man am Ende auch beantworten. Ja, und ich muss ja entscheiden, ob ich das dann mitmache oder nicht. Ja, das stimmt. Kandidat Nummer 1, machst du OF? Ja. Okay. Okay, das ist aber kritisch, weil ich gesagt habe, ich kenne das Outfit schon. Well, vielleicht habe ich schon mal gesehen, wie dieses Outfit von dem Körper verschwindet. Kandidat Nummer 2, machst du OF? Bisher noch nicht. Offen? Ist aber gut. Experimentierfreudig? Ja, voll. Nee, ist aber cool. Kandidat Nummer 3, machst du OF? Auch noch nicht, aber wenn es im Job nicht mehr läuft, warum nicht? Die Stimme kenne ich. Ja? Die Stimme kenne ich. Ich auch. Okay, das war ein Hinweis. Mhm. Nummer 4? Nee, aber ich wäre offen dafür. Alle super offen, ich find's voll cool. Aber oder? Voll die spannende Stimme gerade so. Sag noch mal was. Hallo? So ein ganz cooler. So ein cooler. So ein bisschen ruhiger. Aufgeregt, aber auch eigentlich irgendwie tiefenentspannt. Ja, wirkt wie so ganz. Du bist ja auch eher. Du bist auch ein Entspannter, aber du bist auch manchmal sehr so excited. Ja, ich bin vage halt, ne? Es bleibt immer in der Balance. Ich kann auch mal sehr krass, aber ich kann auch sehr down to earth. Kandidat Nummer 5, wie sieht's bei dir aus? Das klingt jetzt wie so eine typische Ausrede für ein Schulprojekt, aber ich habe es mal gemacht für ein YouTube-Format oder für ein YouTube-Projekt. Eine Woche, um zu testen, wie es läuft. Und es lief tatsächlich sehr gut. Dann habe ich es noch den Monat weitergemacht, um zu schauen, ob es mir gefallen würde. Finanziell wird sich das auf jeden Fall lohnen, aber ich habe es nach einem Monat dann aufgehört. Das heißt, du bist YouTuber? Streamer? Das ist jetzt nicht primär mein Beruf, aber ich habe schon ein paar YouTube-Videos mitgemacht oder Streams tue ich auch ab und zu. Aber für so Projekte bin ich immer offen. Celtics, wenn euch der was sagt, der hat mich angeschrieben, gefragt, ob ich Lust drauf hätte. Cool, dass ihr alle so offen sind dafür. Und ich check's auch, dass, also ich würde es auch gerne mal so eine Woche ausprobieren, um zu sehen, so wie das Konto sich verändert. Voll. Gehen wir kurz weg von Juicy, wobei die Überleitung. Warte, ganz kurz. Machst du OF? Nee. Wäre es für dich ein No-Go? Hättest du Lust darauf? No-Go nicht mehr. Mittlerweile habe ich drüber nachgedacht und bin so, nee, eigentlich nicht. Ob ich es in Zukunft mache, weiß ich noch nicht. Könntest du dir das vorstellen, mit ihm zusammen zu machen? Mit der Eins? Mit allen? Mit allen. Based on den Outfits? Ja, so theoretisch. Würde ich aussehen, ja. Rein hypothetisch würdest du aussehen. So rein hypothetisch würdest du mit denen zusammen OF machen. Könnte man mal drüber reden. Ja, könnte man mal drüber reden. Oh, spannend. Mal drüber reden. Okay, wir cool. Wir sind offen für Verhandlungen, ne? Okay, ja. Basierend auf diesen Antworten, die ja alle eigentlich relativ cool waren, musst du aber jetzt einen rauswählen. Darf ich noch eine kleine Frage stellen? Ja. Hat jemand von euch Katzen oder eine Katze? Ah. Ich glaube, die Stimme hat mir einen Hinweis dazu gegeben. Okay. Dann, Kandidat Nummer 1, hast du Katzen? Nee, leider nicht, aber meine alte Mitbewohnerin hatte eine und jetzt bin ich da ausgezogen und ich vermisse die Katze. Oh. Mann, würdest du dir mit ihm zusammen eine Katze holen? Ich würde mir auf jeden Fall später eine Katze holen. Ach, süß. Aber nicht mir zusammen, aber. Ja. Also nee, mit dir auf keinen Fall. Okay, Kandidat Nummer 2, hast du Katzen? Ich habe leider keine Katze, würde mir aber gerne mit dir eine zusammenholen. Oh, er hat gelernt direkt, wow. Finde ich süß. Ja, oh. Ist aber auch wichtig. Das ist cute, ich bin schon ganz warm hier. Okay, Kandidat Nummer 3, hast du Katzen? Auch leider nicht, aber ich würde mir sofort welche holen, wenn ich eine größere Wohnung hätte. Ist ein gutes Argument. Ist auch sehr tierfreundlich. Kandidat Nummer 4, hast du Katzen? Nee, ich habe keine Katzen, ich habe aber Hunde. Oh, das ist gut. Was sind das für Hunde? Ich habe 300 tatsächlich. Ich habe einmal einen Chihuahua und einmal, das ist so ein Mischling, da weiß leider keiner richtig, was drin ist, weil wir die adoptiert haben. Und einen Cane Corso, das ist so ein Polizeihund aus Italien. Krasse Range. Krasse Kombi auch, ja. Eigentlich voll cool. Da ist richtig viel Gassi gehen. Da ist richtig was zu Hause los. Da ist Ramazamba, da ist richtig was am Start. Da hast du nie Langeweile. Das ist aber cool. Das ist cool, ja. Das ist cool. Ja, das ist gut. Kandidat Nummer 5, hast du Katzen? Ich habe nicht eine Katze, ich habe 2. Das war eine sehr gezielte Frage, nehme ich an. Und ich liebe die beiden über alles. Ich spreche jeden Tag mit denen. Ich sage jeden Tag, auch wenn es keiner hört, wie sehr ich die liebe. Und die eine heißt Hanyu und der andere heißt Shippo. Das sind Geschwister. Vielleicht würde ich mir noch eine dritte Katze besorgen mit dir, wa? Guck mal, die können alle zuhören. Die wissen alle, was Platt ist. Das sind Charmeure hier. Ja, okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt einen rauswählen. Okay, ich gehe mit der 5, weil ich ihn schon kenne und wir ihn schon gefansert haben und das bleibt, glaube ich, erstmal so. Ach Mann. Aber er ist sehr cute. Er ist very cute. Ach süß. Ja, vielleicht irgendwann trotzdem.
Okay, Kandidat Nummer 5. Du kannst jetzt hervorkommen. Tada! Oh, du bist blond. Ja, erstmal ladies first. Hallo. Du siehst so toll aus. Hallo. Gut und selber. Ja, auch. Du siehst auch gut aus. Ja. Oh Mann, das ist aber blöd, dass ich gefreundet habe und ihr passt voll gut zusammen. Wow, cute. Ihr seid echt, oh mein Gott. Echt cute. It is what it is. Vielleicht kann man mal wieder. Oder ansonsten halt nur Friends. Und ihr seid auch so süße Freunde. Aber das warten ja noch 4 bezaubernde Personen von daher. Aber schön, dass du hier warst. Ja, freut mich auch. Slay. Danke. Kann sich da hinten aufs Sofa setzen. Mach ich. Ciao, ciao. Ciao. Oh, er ist ja ein richtig süßer. Bevor wir jetzt den Vorhang gehen, musst du noch jemanden rauswählen. Noch jemanden? Noch jemanden. Kannst du es auch mal so, wir brauchen eine Frage. Hat dein Job mit Social Media zu tun? Eins. Als OnlyFans-Creator schon. Bist du Fulltime OnlyFans? Fulltime? Nee, ich mach das hobbymäßig. Aber ja, da verdient man ja trotzdem schon auch. Aber quasi, man ist ja schon irgendwie, man hat einen Wiedererkennungswert. Voll. Irgendwie. Irgendwas macht er richtig. Ja. Vielleicht sollte ich mir das nochmal überlegen. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall gut Geld verdienen, du. Kandidat Nummer 2, wie sieht's bei dir aus? Mein Job hat nichts mit Social Media zu tun. Aha. Aber trotzdem so schick angezogen. Ja, bestimmt so Performing Art oder sowas. Mhm, ja. Wer so lange in Heels stehen und laufen kann. Ja. Hat dein Job irgendwas mit so Performance zu tun? Nee, noch nicht. Noch nicht? Okay, noch okay, nicht. Okay, okay. Ah, Aspiring Artist. Aspiring Artist, ja. Kandidat Nummer 3, wie sieht's bei dir aus? Ja. Ein bisschen, ne? Ein ganz kleines bisschen. Ein bisschen. Kandidat Nummer 4? Nee, bei mir gar nichts. Das ist aber auch wieder interessant. Mhm. Und bei 1, gut, der macht hobbymäßig OF. Was machst du denn hauptberuflich? Ich bin Student. Ich studiere auf Lehramt Bio und Geografie. Oh, aber interessante Wahl. Ja. Bio und Geografie. Kannst du mit Kindern gut umgehen? Schon. Ach, ich finde das voll attraktiv irgendwie, oder? Du nicht? Bist du nicht so ein Kinderfreund? Ich bin noch nicht in dem Alter, wo ich über Kinder mir Gedanken mache. Okay. Ja. Aber schon siehst du da so. Ja, ja, voll. Ja, Lea. Ich glaube, ich wäre auch so, aber meine Kinder würde ich so sehr verwöhnen, das wären so richtig arrogante Bitches. Aber so richtig. Okay, fair. Kandidat Nummer 2, was machst du beruflich? Ich bin dualer Student. Ich studiere Arbeitsmarktmanagement. Ich finde Arbeitsmarktmanagement eigentlich, ich habe das noch von nie gehört. Ich finde es eigentlich voll cool. Du siehst ja, du kriegst ja einen Einblick in all die Berufe, ist eigentlich cool. Kandidat Nummer 3, was machst denn du? Der macht bestimmt Social Media Management. Ich bin Artist Manager im Creator-Bereich, ja. Ach echt? Crazy, oder? Crazy. Und Kandidat Nummer 4? Ich bin momentan Kellner. Ah, cool, wo? Genau, bis zu meinem Studiumstart. Und dann studiere ich Schauspiel. Interesting. Schauspiel, das war cool. Schauspiel, das ist nice. Das ist cool, oder? Nice. Obwohl Schauspieler können auch ein bisschen schwierig sein. Ja, den Gedankengang hatte ich auch gerade. Also Schauspieler nehmen mir dann auch was vor. Mhm. Ich glaube aber nicht. Ja, Schauspieler können auch schnell so. Na, obwohl, wir wollen ja nicht in Stirn. Wir scheren jetzt nicht über den Kamm, ne, das machen wir nicht. Nö, aber also prinzipiell ist es ja erstmal so künstlerisch, hohe Ambitionen, cooler Job. Wird auch zu dir passen. Glaube ich auch. Kreativ und so. Ja, glaube ich cool. auch. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt aber einen rauswählen. Die 3, weil wir uns schon kennen. Ach Mann! Aber er ist ein richtig cute Maus. Ja, er soll gewinnen! Okay, dann Kandidat Nummer 3, du kannst jetzt hervorkommen. Und es ist. Oh mein Gott! Oh, hallo. Wie geht's dir? Die Stimme ist unerkennbar. Alles gut? Ja. Hast du geschlafen? Ja, ein bisschen. Gestern? Wann bist du nach Hause gekommen? Ich war nicht so spät zu Hause. Ich war um 3 zu Hause und dann noch länger wach. Okay, Slay. Ja. Noch länger wach. Erwischt. Aber dreh dich mal kurz um, weil die Hose. Ja, so cool. Ich wollte mich gerade schon umdrehen, aber. Ich liebe deinen Style. Danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Love you. Schönen Dreh. Tschüss. Oh, ich liebe ihn. Mausi, ja. Ja. Er ist legit der Gewinner aller Herzen. Immer. Immer. 3, 2, 1. Oh. Krass, oder? Oh. Cool. Welches Outfit findest du am besten? Also fashion-technisch so und queer-technisch 2 natürlich. Was denn queer-technisch? Ja, das ist gut kombiniert. So. Das ist, okay. It's giving queer. Aber it's not giving trash. So. Die Handschuhe sind sogar selber gebastelt. Das sind, glaube ich, eigentlich so Strümpfe. Ja, ja aha. Und die 1, perfekt kombiniert. She-Shirt ab mit dem roten. Passt zu den Schuhen. Entspannt. Die 3 hat einen Crop-Top, ne? Ja. Liebe ich auch. Ja. Richtig entspannt. Finde ich auch. So Leanback. Wie sieht dein perfektes Date aus? Ach, süß. Ja. Okay, Kandidat Nummer 1. Wie sieht dein erstes Date aus? Ja, also zuallererst auf jeden Fall im Sommer. Ich liebe Sommer. Ja, bitte. Und dann an irgendeinem See oder an so einem Steg, wo man sich
unterhält, ein bisschen so das Wasser plätschern hört. Süß. Das ist so richtig romanticizing mal. Ja, Kandidat Nummer zwei, wie sieht's bei dir aus? Ja, wir gehen zusammen Skifahren und verbringen dann den Abend gemütlich in einer Skihütte gemeinsam. Ja, auf der Couch, Kamin ist an und einfach einen gemütlichen Abend gemeinsam verbringen. Wow. Das ist richtig cute. Ich liebe es. Also voll komplett was anderes. Mhm. Und das ist so Action, aber auch gleichzeitig cute. Mhm. Ja. Weißt du, ihr könnt zusammen lernen, actionmäßig und dann am Abend romantisch Lagerfeuer. Das ist schon cute. Das ist sehr cute. Das ist sehr, sehr cute. Vor allem Skifahren. Wann geht man Skifahren? Ja, hat er sich was überlegt? Ja, voll. Mhm. Du mit mir nächste Woche? Oha. Mhm. Ich bin überrumpelt. Aber ist gut. Das ist ja kein Ja oder Nein. Ja. Das ist Tendenz, ja. Kandidat Nummer drei, wie sieht dein perfektes Date aus? Mein perfektes Date sieht so aus. Ich finde die Jahreszeit ziemlich gut dafür. Für irgendwas Lustiges, so Schlittschuhlaufen oder so. Weil ich bin ziemlich tollpatschig. Ich glaube, das wäre dann so ein kleiner Icebreaker, wenn man direkt mal hinfällt. Da hat man direkt was zum Lachen. Und danach irgendwo süß was essen oder so. Man hat richtig gehört, wie er gegrinst hat. Ja, ist cute. Auch süß. Ist auch süß, ist ja auch perfekt. Ich kann sogar Schlittschuh fahren, ich kann es dir beibringen. Bist du richtig gut? Ja, ich bin so ein richtiger Macker mit so seitlich Bremsen. Oh Gott, so ein Angeber. Mhm. Der so in der Mitte und dann so ein Und so haarscharf an dir vorbei. Ja, aber ich reiß mich immer zusammen. Mhm. Ich bin ganz nett. Vielleicht mit Kandidat Nummer 3. Ja, vielleicht. Basierend auf den Antworten musst du aber jetzt einen rauswählen. Schon wieder? Ja. Das geht mir alles zu schnell hier. So ist es. Was ich tun? Okay. Ich glaube dann... Da muss die 1 leider gehen. Die 1, der Steg. Ja. Mann. Ja. Warum? Weil ich glaube, ich gerade Lust auf Skifahren und Schlittschuhlaufen habe. Ja, stimmt. Du kannst ihm ja dann im Sommer noch mal eine Chance geben. Ja. Ja. Ja, text me, dann im Sommer. Okay, dann Kandidat Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hi. Hallöchen. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Freut mich auch. Das ist auch eine pinke Cap. Das hätte zusammen Pullover gepasst. Ja, habe ich mir auch gedacht, als du das gesagt hast. So, soll ich jetzt die Cap Ja, du hättest sie ausziehen müssen und in der Hand halten. Dann vielleicht. Ja. Aber schön, dass du da warst. Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich bis bald. Ja, schreib mir gerne. Mach ich. Tschüss. Okay, Finale. Oh. Du brauchst eine finale Frage. Hau raus. Hast du wenig spannenden Kings? Gute Frage. So spontan fällt mir jetzt keine ein, aber vielleicht finden wir ja gemeinsam einen heraus. Der hat den Ball wieder direkt zurückgespielt. Ja, aber ist okay. Fällt dir nichts ein? Oh, mein King, ich finde schöne, saubere Schuhe total cool. Habe ich ausnahmsweise. Habe ich schon gesehen, deswegen. Hast du sehr saubere Schuhe. Das ist ein King. Saubere Schuhe. Voll. Also, wenn ich jetzt einen sagen muss, dann wäre das vielleicht einer, der mir einfallen würde. Aber geht das auch weiter in Fußfetisch dann? Nein. Die Schuhe müssen anbleiben, aber schon hot dann. Naja. Ja, bleiben die Socken an im Bett? Ja. Ich weiß, unpopular opinion, aber Socken bleiben an. Also, du bist ja Anti-Fußfetisch. Ich mag Füße auch nicht so gern, aber Socken im Bett? Du musst sie dir ja nicht angucken. Das nee, voll. So. Naja, Kandidat Nummer 2, wie sieht's bei dir aus? Welchen Fetisch hast du? Oder King? Ich habe tatsächlich übel den Fußekel. Also ich kann kaum meine eigenen Füße angucken tatsächlich. Ansonsten bin ich da eigentlich offen für alles. Okay, deine Füße bleiben so oder so verdeckt. Das ist okay, aber offen für alles klingt schon mal spannend. Ja. Das gibt jetzt Pluspunkte, ne? Das findest du gut? Wie findest du denn Füße? Auch nicht so. Nee. Die sind da... Nee, ich die können existieren, auch nicht. Die brauchen wir zum Laufen und die sollen auch bitte gepflegt sein, aber ich muss die jetzt nicht in den Mund nehmen oder so. Oh Gott, nee. Aber no shame to Fußfetischisten, also. Hey, no shame to irgendjemanden, aber ich fühl's Wenn auch. Immer meine Füße lecken will, go for it. Ich Mir ist das aber ja egal. Nicht tun. Nee, das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Ja, nee, aber ich verstehe dich schon. Okay, basiert auf dieser Antwort musst du jetzt einen rauswählen. Ich glaube, bei den Socken an. Muss die 1 leider raus. Das Slay-Outfit. Das ist viel zu warm. Ja, das Outfit Slay. Ja. Full on. Auch die Nägel, das ist giving. It's giving everything. Hm. Okay, Kandidat Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. Come on. Wow. Yes. Hallo, darf ich mal? Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. Hallo. Hallo. Du siehst so toll aus. Danke, ja. Full glam. Ja, du siehst richtig toll aus. Wow. Danke, cool, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung.
Setz dich da hinten gerne aufs Sofa, da ist noch ein bisschen Platz. Und viel, viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Tschüss. Bis bald. Wow, ich liebe den Look. Sieht so cool aus, oder? Mhm. Crazy. Der Gewinner, du kannst jetzt hervorkommen. Ach so. Hallo. Hallo. Ah, hallo. Hallöchen. Ist dir gut? Ja, ich umarm dich auch einmal, ja. Hallo. Ich liebe deine Schuhe. Dankeschön. 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 Perfekt. Passt auch zusammen, voll gut. Ja, ist so ein bisschen matchy-matchy hier, ne? Ja. Du hast aber kleine Füße. Ja, wow. Tümmer. Nee, du warst große, mein Lieber. Nee, warte mal. So. Wie sagt man so schön, so, wie die Füße eines Mannes? Und damit gehen wir in den, okay, Regenbogen. Süß. Auf geht's. Los, ihr zwei. So. Hey, legit voll süß, oder? Wow. Ey, voll die cute Folge. Yay.